So Leute, hier sind wir dann wieder bei The Binding of Isaac und ich habe schon wieder die Musik ausgemacht, oh mein Gott. Ah, werde ich es vielleicht noch schaffen, irgendwann mal einen Run anzufangen, wo die Musik auch dabei ist. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wow. Habe ich gerade nicht auf meinen Charakter geschaut. Ist aber auch unfair, wenn die von allen Seiten schießen, wollte ich sagen. Aber es ist Binding of Isaac, so I don't care. Die. Thank you. Das haben wir auch schon groß zu verlieren. Tatsächlich, den Boss wollt ihr nicht begegnen. Oh, zum Glück habe ich mein Schild gehabt. Weil der Boss ist richtig scheiße. Ich mag ihn überhaupt nicht. Er ist einfach wie Piep und den mag ich schon nicht. Bloß noch stärker. Viel stärker. Und er ist einfach ziemlich beschissen. Stachelbretter. So, Stachelbrecher Bretter gibt es in diesem Spiel auch. Die sind ganz besonders toll, weil die verfolgen den Spieler. Gute ist, ja, nimm das nur, hol das Geld, das ist mir egal. Ja, danke, Fliege und kaputt. Sehr gut, hat mir gar nichts gebracht. So, ich benutze das Buch. Boah, ja, natürlich, ich greife mich an. Ich lasse aber das Buch. Komm dann. Okay, und gehe wieder raus und habe trotzdem ein Herzschaden bekommen. Wow, das hat immer überhaupt nichts gebracht. Ja, aber hätte ich nicht in dieses eine Herzschaden genommen, hätte das schon was gebracht. Naja, den Bettler können wir jetzt auch nicht wirklich bezahlen. Da spare ich lieber mein Geld, weil mit 3 Münzen gibt er einen wahrscheinlich nicht viel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum ersten Mal in die Ebene von Mahan. Und sperren gleich den Wärmer im Mund haben ein Scheiß-Item. Boah, hier, guck dir an. Da 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 da. Yay. Wunderschön. Es ist. Ja, ich mag es eigentlich überhaupt nicht. Es ist zwar ganz lustig, aber. Da nehme ich lieber mein Book of Shadows mit dem Poison Touch-Effekt. Ich mag gerade nicht, dass ihr die ganze Zeit nur diese Scheiß-Viecher. Bounty nach einem schießen. Kann er nicht mal. Normale Fliegen spawnen, diese roten, die nicht ansatzweise so scheiße sind wie die. Und kannst du nicht einfach mal sterben, bitte? Danke. Komm schon. Komm schon. Ja, okay. Naja, dann den freundlichen Gesellen noch. Oh, er droppt eine rote Fliege. Okay, interessant. Die jetzt halt noch bitte drauf gehen würde, vielen Dank. So, hier geht's dann weiter. Ja, komm. Hallo? Ah, fuck, ich hab noch gar nicht. Ich hab mein Book of Shadows noch gar nicht ready. Ich wollte es gerade einsetzen und bin halt voll in die Gegner reingelaufen. Und dann habe ich erst gemerkt, dass ich Book of Shadows nicht ready habe. Ja, verreck einfach nicht, ist doch egal. Geiler Scheiße, wow. So. Der Raum noch und dann habe ich es endlich wieder ready. Aber natürlich sind da solche Gegner drin. Nehme ich lieber den mit dem Triple Schuss als erstes raus. Wenn das spawnt, der lässt eh nur eine normale Fliege spawnen, was noch okay ist. So, du schippst auch noch bitte Session Book. Shadows ist wieder ready. Ich muss nicht ernsthaft. So, jetzt kann ich für diesen einen Raum fliegen, was ist sehr viel einfacher. Ah, was es für mich sehr viel einfacher macht. Wenn er nicht. Klar, spawn die Fliege im Gesicht.
Ich habe jetzt schon wieder keine Lust mehr. Das ist unglaublichst, was hier läuft. Ah, Rotten Meat, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr schön. Ja, bleib stehen, Alter. Kein Ding. Bleib du nur stehen, hab ich kein Problem mit. Weißt, geh mir nicht auf die Nerven. Warte hier, irgendwas Tolles. Naja. Okay, der Automat ist schon mal ganz lustig, weil da können wir, könnte ein Herz rauskommen und ein 10 Herz. Halleluja. Zack, und da kommt sogar ein Herz raus. Wunderbar. So, wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch ein Leben-Container, um den ersten Charakter freizuschalten. Und zwar Magdalene, oder Maggie, besser gesagt. Der Pushpin, nee, du lass mal. So, scheiße, auf den Boss. Ach, die sind gegen Poison Touch immun. Ja, Maske, klar, blocken mich, kein Ding, du. Komm. So, jetzt dürfen wir uns gegen die wunderschönsten Gegner aus dem ganzen Spiel messen. Das sind nämlich die Masken, die können nicht angegriffen werden, außer nur ihre Herzen können angegriffen werden. Die, wie es scheint, gegen Poison Touch immun sind. Wie ich gerade gemerkt habe. Die Masse trifft natürlich noch einmal. Ist ja ganz klar, ne? So. Noch so ein Raum. Vor allem, wieso bekomme ich die Necropolis? Das ist so gesagt Tiefen 2 bloß mit schweren Bossen. Mit schweren Gegner in den einzelnen Räumen. Ist ja nicht so, dass ich schon Scheiß-Items bekomme, ne? Nee, muss auch noch sowas kommen. Und ich muss auch noch scheiße spielen. Yay. Eine sehr gute Kombi. Ob mir das Spiel jemals noch wieder... Ich glaube, ich sollte aufhören zu reden. Wird es vielleicht einfacher machen. Es ist unglaublich. Natürlich trifft mich da ein Scheißteil noch. Ey. Ja, okay, kein Herz, gut, ich bin tot. Nice, vor allem der Raum, ja klar. Vor allem den Raum muss ich machen. Das heißt, der nächste, der mich trifft, der tötet mich, cool. Das ist das nett, das ist der... und tot. Sehr schön, Leute, das war's dann wieder mit den Run. Alter, ist doch ein Scheiß, ey. Weißt du, auf was kann ich verzichten? Verzichten, verzichten. Nein, nein. Die beiden brauche ich. Verzichten, 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 verzichten. Zwei Lebensupgrade und Book of Shadows. Das heißt, von den 6, 9, 12, 15, 14 Item bräuchte ich, wenn wir jetzt mal die Herzcontainer nicht mitzählen, 2. 2 bräuchte ich. Das ist unglaublich. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's dann für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei hoffentlich endlich mal einem neuen Run. Aber hey, wir haben es wenigstens schon mal auf die Ebene von Marmor geschafft, ne? Das ist schon mal was. Naja, ich würde dann sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, Leute.